In diesem Video möchte ich über die zwei Bundle Packs sprechen, die eigentlich für die Sims 4 erscheinen könnten, allerdings nie veröffentlicht wurden. Bevor wir aber mit den nie veröffentlichten Bundles starten, nochmal etwas Allgemeines zu den Bundles. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es drei verschiedene Packtypen: Erweiterungspacks, Gameplay-Packs und Accessoire-Packs. Alle diese Packs findet man bei Origin zum Herunterladen, aber auch ganz klassisch im Einzelhandel. Alle Erweiterungen sind einfach so erhältlich, bei den Accessoire- und Gameplay-Packs hat sich EA mit den Bundles eine besondere Regelung ausgedacht und haben hier ein aktuelles Gameplay-Pack mit zwei Accessoire-Packs zusammen verkauft. Dieses Zusammenpacken von drei Packs war wohl dazu gedacht, Kosten zu sparen, auch wenn es zu Zeiten von The Sims 3 die Accessoire-Packs ja ebenfalls noch im Laden zu kaufen gab. Insgesamt haben wir so sechs Bundles für The Sims 4 erhalten, nach denen auch von vielen Spielern direkt nach dem Release eines Gameplay-Packs gefragt wurde. Das letzte Bundle für The Sims 4 wurde dann am 16. März 2018 veröffentlicht und beinhaltete das Fitness- und Kleinkind-Accessoire-Pack sowie das Dschungelabenteuer-Gameplay-Pack. Mittlerweile sind aber fast 2 Jahre vergangen und wir haben 2 neue Gameplay-Packs bekommen, die bisher noch keine Umsetzung als Bundle erhalten haben. Hierzu zählt das 7. Bundle mit Strangerville, Waschtag und mein erstes Haustier-Accessoires, sowie das 8. Bundle mit Reich der Magie, Moschino und Tiny Houses. Nachdem das Moschino-Pack vorgestellt wurde und es immer noch keine Spur von einem neuen Bundle gab, bin ich erst davon ausgegangen, dass dieses vielleicht noch angekündigt wird, wenn wir alle Packs des darauffolgenden Bundles bekommen haben. Aber auch jetzt nach dem Release von Tiny Houses haben wir keine neue Ankündigung bekommen. Vermutlich ist EA die Bundles auch einfach nur egal geworden, da die meisten Spieler sowieso nur noch über Origin kaufen und sich der Vertrieb über den Einzelhandel nicht mehr so stark lohnt. Allgemein fand ich es auch immer etwas schade, dass in den Boxen nur ein Code zum Downloaden der Packs und nicht eine richtige CD enthalten war. So mussten Spieler mit schlechterem Internet trotzdem lange warten, bis sie die Packs nutzen konnten. Bis heute gab es von EA kein richtiges Statement zu den Bundles, gefühlt vom einen auf den anderen Tag wurden diese beendet. Wenn man sich als Sammler die Boxen gerne ins Regal gestellt hat, ist es wirklich schade, dass man die neuen nicht mehr im Laden bekommen kann. Wünscht ihr euch die zwei Bundle Packs nochmal für die Sims 4 oder ist euch das doch relativ egal? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.